So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen bei unserer gemeinsamen Zusammenkunft, auch bei der gemeinsamen Pressekonferenz. Wir haben ja eine Initiative gestartet, wir bauen Burgenländisch, und ich habe das gestern auch in Puls 4 Talk erläutert. Wir bewegen uns hier im Rahmen natürlich des EU-Rechts, der Vergaberichtlinien. Das ist eine Selbstverständlichkeit, eine Voraussetzung der Schwellenwertverordnung der Europäischen Union, also diese vergaberechtlichen Bestimmungen, was die öffentliche Hand betrifft, müssen eingehalten werden. Wir haben unseren Leitfaden der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt, also unserer BELIG und auch unseren Gemeinden. Es besteht ja die Möglichkeit, dass man bis zu 1 Million Euro an die regionalen Firmen vergeben kann, die öffentliche Hand. Und wir haben heute auch Vertreter aus der Privatwirtschaft hier, die sich zum Ziel gesetzt haben, die regionale Wirtschaft in entsprechender Form zu unterstützen, zu fördern, damit einen Beitrag zu leisten, dass die Arbeitslosigkeit nicht weiter oder möglichst gering nur ansteigt, nach Möglichkeit nicht ansteigt, dass die Bauwirtschaft belebt wird und dass auch die Wertschöpfung im Land bleibt, unter dem Motto, Arbeit und Geld sollen im eigenen Land bleiben. Und wie gesagt, die Vertreter einerseits der FAMET, die ja weltweit tätig ist, wenn ich so sagen darf, und auch sehr aktiv im Burgenland tätig ist, ist ebenso hier wie die Vertreter unserer Bau- und Siedlungsgenossenschaften, die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, die Eisenstädter Siedlungsgenossenschaft, die Pöttschinger Siedlungsgenossenschaft und auch die B-Süd, die auch sehr aktiv im Burgenland bauen, und auch der Magister Fellner von unserer BELIG, die ebenfalls relativ große Bauaufträge vergibt. Und genau diese Firmen verpflichten sich, mit burgenländischen Partnern zu bauen, Aufträge ins Burgenland zu vergeben. Und ich finde das auch aus mehreren Gründen sehr fair, weil natürlich die Burgenländerinnen und Burgenländer fleißige Steuerzahler sind und über die Steuer natürlich auch Geld zur Wohnbauförderung fließt. Und dieses Geld der Wohnbauförderung gibt das Land Burgenland an die im Burgenland befindlichen Siedlungsgenossenschaften weiter. Und wenn diese Siedlungsgenossenschaften jetzt sagen, ja, wir geben Aufträge an die burgenländische Wirtschaft, profitieren die Klein- und Mittelbetriebe im Land und natürlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ein Einkommen haben. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, denn wenn man ein Einkommen hat, da kann man sich etwas leisten, dann fließt Geld in den Konsum und das belebt die Wirtschaft. Da bin ich zunächst den Siedlungsgenossenschaften dankbar dafür, dass sie sagen, dort, wo es burgenländische Firmen gibt, dort vergeben wir auch burgenländische Aufträge. Wenn es im Burgenland keine Aufzugsfirma gibt, na, dann geht das natürlich nicht. Firmen, die hier nicht angesiedelt sind, können natürlich auch keinen Auftrag bekommen. Ich bin auch froh, dass die FAMET dabei ist. Ich habe schon gesagt, eine internationale Firma, wenn ich das vielleicht einmal plastisch sagen darf, die von Moskau bis Dubai baut und in vielen Ländern sehr erfolgreich tätig ist und auch sehr erfolgreich hier im Burgenland agiert, dann ist das natürlich auch ein Zeichen, wo wir sagen, wir haben hier im Burgenland mit der FAMET sowohl im Gesundheitspflegebereich einen sehr starken Partner, einen kompetenten Partner. Wir haben im Wellnessbereich bei der Therme St. Martins Lodge einen sehr kompetenten Partner, der viele Thermen äußerst professionell betreibt, sondern der auch bemüht ist, die regionale burgenländische Wirtschaft zu fördern. Natürlich muss die Leistungsfähigkeit gegeben sein, aber das ist ja auch in vielen Bereichen der Fall und sich praktisch verpflichtet, burgenländische Firmen zu beschäftigen, burgenländisch zu bauen und damit Arbeit und Geld im Burgenland zu belassen, weil viele Bereiche, die wir mit der FAMET betreiben, natürlich auch über Steuergeld der Burgenländerinnen und Burgenländer ermöglicht wird.
Und es ist auch unsere Belig dabei, die auch jährlich sehr hohe Aufträge vergibt, ebenfalls in erster Linie an die regionale Wirtschaft, an die burgenländische Wirtschaft, immer unter Einhaltung, was die Belig betrifft, nach dem Vergabegesetz, nach der EU-Schwellenverordnung. Aber wie gesagt, wir haben hier auch von sehr guten Juristen bereits ausloten lassen, was können wir in dem Bereich tun, ohne gegen bestehende Gesetze, Vorschriften, Ö-Normen und so weiter zu umgehen oder zu verletzen. Das wollen wir nicht, das können wir nicht und das dürfen wir auch nicht. Wir wollen also die burgenländische Wirtschaft, die Betriebe, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützen. Uns geht es auch darum, und das betone ich auch, dass Lohn- und Sozialdumping-Gesetze eingehalten werden. Und die burgenländischen Firmen, und das zeigen die Überprüfungen, halten diese Lohn- und Sozialdumping-Gesetze ein, während wir oft bei Kontrollen, die Unterlagen stammen von der Bauarbeiterurlaubskasse, wo Kontrollen durchgeführt wird, gerade Unternehmen aus dem Ausland relativ häufig dagegen verstoßen. Und das ist aus meiner Sicht auch ein unlauterer Wettbewerb, denn wenn ich nicht den österreichischen Kollektivvertrag als Firma bezahle und einen niedrigeren Lohn nur bezahle, dann kann ich natürlich in meiner Kalkulation billiger sein und das ist aus meiner Sicht unlauterer Wettbewerb, das ist nicht in Ordnung und das wollen wir auch nicht. Es geht auch darum, wir sind in Österreich die Ersten. Ich denke, da wird es noch einige Initiativen geben, denn die gestrige Diskussion war schon relativ intensiv und wird dazu führen, dass sich auch andere Bundesländer diesen Vergabenleitfaden auch ansehen werden. Und natürlich denke ich, dass gerade die regionale Wirtschaft ebenfalls Druck machen wird, auch in anderen Bundesländern, damit wir sparen. Wir haben die Wohnbauförderung bei 122 Millionen Euro, die wir in diesem Jahr zur Verfügung stellen. Knapp über 30 Millionen Euro für den sozialen Wohnbau. Natürlich könnten wir noch etwas mehr bauen, muss man auch dazu sagen. Aber vielleicht, wir werden daran arbeiten, inwieweit es vielleicht Möglichkeiten gibt, hier auch noch offensiver zu werden. Wir haben auf der anderen Seite auch im Rahmen unserer Wirtschaftsförderung Mittel zur Verfügung, um Investitionen in den Tourismus zu unterstützen. Aktuell ist der Ausbau der St. Martins Lodge im Gange, der ca. 15 Millionen Euro in etwa kosten wird, also wieder ein wichtiger Impuls für die Bauwirtschaft, wie gesagt, diese über 30 Millionen für den sozialen Wohnbau und natürlich in den Gesundheits- und Sozialbereich, wie Sie alle wissen, unser größtes Bauprojekt, das abgewickelt werden soll in der Geschichte des Landes, der Neubau oder Bau des Krankenhauses Oberwart, der wird auch sehr intensiv diskutiert und auch da loten wir bereits aus, welche Möglichkeiten hat man, um zu verhindern, dass zum Beispiel an Subfirmen, die nicht das Lohn- und Sozialdumpinggesetz einhalten, die von Haus aus möglichst klein zu halten bzw. auszuschließen, sondern dass man von Haus aus auch versucht, in dem einen oder anderen Bereich oder möglichst die regionale Wirtschaft einzubinden und damit auch Möglichkeiten zu haben, hier einen Impuls für eine Wirtschaftsbelebung zu haben. Eines der Probleme ist die unterschiedliche Bezahlung und hier gibt es ein Motto: gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Also ich kann nicht in Österreich, im Burgenland arbeiten, wenn hier der Kollektivvertrag gilt und die Bezahlung unserer Nachbarn hier durchführen, weil die Firmen nur temporär hier arbeiten. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Das ist ein Grundprinzip, das fördert die Chancengleichheit, das ist gerecht und da bin ich sehr, sehr froh, dass wirklich sehr wichtige Vertreter und Auftraggeber, die Auftraggeber für das Jahr 2014, ich glaube, das sind
in Summe die größten Investitionen, die von unseren Siedlungsgenossenschaften, von der Farmed hier getätigt werden. Wir könnten jetzt noch unseren Straßenbau auch dazu nehmen, der natürlich auch als wesentlicher Auftraggeber ist, aber da geht es uns um Fairness, da geht es uns um Wertschöpfung, da geht es uns darum, dass die Arbeit und das Geld im eigenen Land bleiben. Ja, bedanke mich fürs Kommen und bitte vielleicht um die eine oder andere Wortmeldung. Bitte. Ja, danke Herr Landeshauptmann. Die Gemeinnützigen des Burgenlandes, die vier Gemeinnützigen des Burgenlandes, die EBSG in Pötzsching, die Neue Eisenstädter, die Besüd und die OSG können sich diesen Ausführungen vollinhaltlich anschließen, und zwar deswegen auch, weil es schon in der Praxis so gehandhabt wurde und in der Zukunft noch ein wesentliches Schwergewicht zusätzlich darauf gelegt werden wird. Die Aussage des Landeshauptmannes, dass wir mit burgenländischer Wohnbauförderung bauen, die haben wir insofern auch sehr ernst genommen, als wir im Gegensatz zu anderen nie die Absicht hatten, in andere Länder, in andere Staaten zu gehen, weil wir eben gesagt haben, die burgenländische Wohnbauförderung soll wieder im Burgenland investiert werden. Und sie hat zum anderen eben dadurch, dazu geführt, dass wir burgenländische Betriebe beschäftigen. Die Gemeinnützigen des Burgenlandes haben im Vorjahr etwa 130 Millionen Euro an Aufträgen vergeben. Wenn man das in Arbeitsplätze umrechnet, sind das etwa 1300 Arbeitsplätze, die auf diese Art und Weise mithilfe der burgenländischen Wohnbauförderung gesichert werden. Und für uns als Gemeinnützige ist das deswegen auch ein wesentlicher Faktor, weil wir wissen, dass wir mit den burgenländischen Betrieben Betriebe haben, die einerseits preislich faire Partner sind, Betriebe haben, die in der Qualität faire Partner sind und die in der Termintreue faire Partner sind. Unser Prinzip ist es grundsätzlich, gewerkweise auszuschreiben. Also wir begeben uns nicht in die Hand eines Generalunternehmers, der uns dann 16 Professionisten bringt, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir schreiben vom Baumeister über die Dachgewerke und die Haustechnik bis zum Gärtner jedes einzelne Gewerk separat aus, vergeben jedes einzelne Gewerk separat. Das bedeutet, dass wir es in der Hand haben, im Rahmen der vergaberechtlichen Bestimmungen, die ÖNORM gemäß sind, dass wir es in der Hand haben, wer hier tatsächlich zu einem Auftrag kommt. Wir haben in unserem allgemeinen Vertragsbedingungen bereits jetzt ganz wesentliche Kriterien aufgenommen, die wir in Zukunft noch verstärkt zu überprüfen haben werden. Das sind vor allem die rechtzeitige und ordnungsgemäße Meldung von Subunternehmern. Diese Thematik betrifft naturgemäß das große Gewerk des Baumeisters, nicht so sehr die kleinen Gewerke, aber hier vor allem, weil wir natürlich auch darauf schauen werden und in Zukunft vermehrt darauf schauen werden, dass auch die Subunternehmerbetriebe erstens einmal im Burgenland ansässig sind und zweitens einmal genau die Regelungen einhalten, die für alle anderen Betriebe auch gelten. Wir werden dieses Thema der Lehrlingsbeschäftigung und der Beschäftigung von älteren Arbeitnehmern zunehmend in unsere Überlegungen einbeziehen und natürlich das Thema von Lohn- und Preisdumping. Insgesamt, wenn ich jetzt nur für das Unternehmen sprechen darf, das ich selbst als Geschäftsführer leiten darf, beschäftigen wir inklusive der Planungs- und der Ziviltechnikerleistungen derzeit knapp 300 burgenländische Betriebe. Und wie der Landeshauptmann schon gesagt hat, grundsätzlich überall, mit Ausnahme der Gewerke, wo wir keine unmittelbaren Partner im Burgenland haben. Das ist grundsätzlich einmal der Bereich des Aufzugseinbaus. Ansonsten greifen wir auf die burgenländischen Unternehmen zurück, und das hat letztlich vor allem auch den Vorteil, ein Unternehmen, das in Neuhaus und Klausenbach aus der Region ist, aus dem unmittelbaren Nahbereich ist, wird erstens einmal in der Qualität der Ausführung, weil es dort eben bekannt ist, einen anderen Maßstab anlegen, als auch dann in der Gewährleistung
Mängel können auftreten, Gewährleistungsfälle können auftreten. Hier reist niemand dann zig oder hunderte Kilometer an für eine Gewährleistungsarbeit. Hier ist dieser Professionist vor Ort und Gewährleistungsarbeiten werden, und das zeigt sich auch in gut burgenländischer Tradition, ohne großen Schriftverkehr erledigt. Das wird ausgesprochen, mit Handschlag besprochen und wird dann ausgeführt. Also diese Nähe zum Kunden, nicht nur das Prinzip des Landes, das wir vertreten, sondern auch insgesamt auch das Prinzip der Region, dass wir im Südburgenland südburgenländische Betriebe, im Nordburgenland Betriebe aus dem Nordburgenland beschäftigen. Das ist auch für uns ganz wesentlich. Ja, in diesem Sinne glauben wir, dass wir diesen Weg, den wir jetzt schon beschritten haben, mit Unterstützung und in Partnerschaft des Landes sehr gerne weitergehen werden, weil wir mit den burgenländischen Betrieben Partner haben, die uns in der Umsetzung unseres Zieles sehr, sehr wertvoll sind, nämlich unseres Zieles, leistbaren Wohnraum zu schaffen. Danke. Darf ich auch ganz kurz als öffentliches Unternehmen, natürlich als Tochtergesellschaft des Landes, ist natürlich für mich eine Verpflichtung, auch der Bauinitiative dementsprechend beizutreten. Möchte aber auch, so wie der Herr Direktor Kohler schon erwähnt hat, sagen, dass wir uns natürlich auch in der Vergangenheit schon sehr restriktiv an die Vergabe an Unternehmen des Landes Burgenland, im Burgenland auch gehalten haben. Und haben natürlich aufgrund unserer Auftragsstruktur, es ist uns sehr leicht, im Rahmen von Direktvergaben an burgenländische Firmen zu vergeben. Wir vergeben Auftragssummen, die beginnen bei 100 Euro und enden bei mehreren Millionen Euro. Und da versucht man natürlich, sämtliche burgenländische Firmen dementsprechend auch einzubinden. Was für uns natürlich in der Zukunft eine verstärkte Kontrolle sein wird, ist das Thema des Lohn- und Sozialdumpings bei Subunternehmern. Das müssen wir verstärkt auch überprüfen, das müssen wir auch unseren Firmen, unseren Partnern mitgeben auf den Weg, dass wir auf diese Wertschätzung natürlich in der Zukunft ganz massiv Wert legen und das auch wirklich kontrollieren möchten. Und sollten hier irgendwelche Verstöße sein, wird das wahrscheinlich immer im ersten Gespräch versucht zu klären. Wenn nicht, werden wir versuchen, auch dementsprechende Maßnahmen zu setzen, damit diese Firmen das auch einhalten. Sonst ist von unserer Seite zu sagen, dass wir im Jahr 2014, 2015 doch ein relativ großes Bauvolumen umsetzen werden. Wir haben im Rahmen der Instandhaltung, Instandsetzung ca. 6 bis 7 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Wir überlegen derzeit und haben in Planung mehrere Sonderprojekte wie in Pinkerfeld die Landesberufsschule, in Imlitz die biologische Station und auch in Güssing die landwirtschaftliche Parkschule, und auch weitere Projekte werden dementsprechend ausgearbeitet und in den nächsten Jahren umgesetzt. Und die Initiative, Bauinitiative im Burgenland, ist für uns natürlich voll inhaltlich anzunehmen und auch umzusetzen. Danke. Herr Direktor Droger. Herr Landeshauptmann, wir dürfen ja schon seit vielen Jahren Partner des Landes Burgenland sein, und die FAMET hat sich unabhängig von ihren internationalen Aufgaben in mehr als 70 Ländern der Welt, in der wir zwischenzeitlich aktiv sind, immer auf die Fahnen geheftet, eine möglichst umfangreiche regionale Wertschöpfung bei der Abwicklung der Projekte zu haben. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir bei allen Projekten, die wir bisher gemeinsam als Partner mit dem Land Burgenland abwickeln konnten, sowohl im Pflegebereich als auch bei der Realisierung der St. Martins Therme und Lodge, und wir haben einige andere Projekte privat bekommen, um nur jetzt vor Weihnachten kurz noch die Erweiterung in St. André am Zicksee, der Reha-Klinik, die jetzt wiederum erweitert wird. Wir haben schon die letzte Erweiterung für den Kriegsopferverband machen dürfen. Wir dürfen auch diese machen, dass wir bei all diesen Projekten versuchen, und als privater Partner ist es uns etwas leichter möglich, auch dem Sorge zu tragen, wenn wir die entsprechenden Angebote der burgenländischen Unternehmen bekommen. Und da bemühen wir uns sehr, burgenländisch zu vergeben und dann burgenländisch zu bauen. Und das war für uns daher eine Selbstverständlichkeit, wie wir von der Bauinitiative Wir bauen burgenländisch gehört haben, dass wir gesagt haben, alles,
was wir hier im Burgenland umsetzen werden, da werden wir mit dabei sein, da wollen wir mit dabei sein und das entspricht genau unserer Philosophie von Abwicklungen in Partnerschaft mit den Ländern und insbesondere mit dem Land Burgenland hier. Aber nicht nur im Baubereich, auch im Betrieb, den wir ja in vielen Bereichen begleiten, setzen wir großen Wert darauf, regionale Produkte, regionale Wertschöpfung und regionale Mitarbeiter zu integrieren und möglichst umfangreich damit auch zur Sicherung der Wirtschaft hier im Burgenland und auch zur Sicherung der Arbeitsplätze mit beizutragen. Herzlichen Dank. Okay, Dr. Kohler. Ja, ich glaube, wir brauchen da jetzt nicht allzu viel hinzuzufügen. Der Landesverband der Gemeinnützigen ist sich da in allen Belangen einig. Es geht uns einfach darum, dass wir für unsere Mieter, für unsere Bewohner das beste Maß an Qualität erreichen wollen. Da sind wir uns sicher, dass die burgenländischen Betriebe ganz sicher dazu in der Lage sind. Es geht uns auch um einen Schuss Patriotismus. Immerhin genießen wir die burgenländische Wohnbauförderung, wir bauen für burgenländische Menschen und letztendlich geht es auch ums Image, weil wir auch nicht interessiert sind daran, dass die Finanzpolizei unsere Baustellen ständig zu überprüfen hat. Diese Fairness ist auch uns zugute gekommen und wird auch weiterhin zugute kommen und daher sind wir bedenkenlos beigetreten und werden das natürlich mit allen Möglichkeiten, die wir haben, unterstützen und auch umsetzen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Gibt es Fragen?